Lieber Steinbock, das ist dein Monatshoroskop für November 2019. Im November hast du sehr viel Aktivität in deinem Berufsbereich, also das Thema Beruf, das Thema Amt ist sehr wichtig in diesem Monat, aber auch das Thema Projekte und Pläne, die du mit anderen Menschen hast, diese sind auch sehr wichtig. Wir haben am 1. des Monats Venus in das Sternzeichen Schütze eingetreten. Das heißt, im beruflichen Bereich bekommst du Hilfe, bekommst du Unterstützung von einer Frau. Es kann aber auch ein Mann sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Frau ist, ist höher. Also du bekommst Unterstützung von jemandem in deinem Beruf oder bei ämtlichen, bürokratischen Angelegenheiten. Und falls die Beziehungen zu einem Menschen nicht einfach war in den vorherigen Monaten, diese Beziehung, vor allem die Beziehung zum Vater, dürfte sich deutlich im Laufe des Monats verbessern. Wir haben während der zweiten Monatswoche viele Planeten, viele Aspekte zu deinen MC. Und das heißt, langfristige Ziele, die du dir vorgestellt hast, die wirst du erreichen. Und die zweite Monatswoche wird für dich extrem wichtig sein, denn dort in dieser Zeit wirst du in kurzer Zeit vieles erreichen können. Wir haben auch am 12. November einen Vollmond im Sternzeichen Stier. Das Thema Geld in Verbindung mit dem Thema Familie, Wohnung, dürfte durch diesen Vollmond besonders hervorgehoben sein. Also hier sollte man sich überlegen, ob man genügend Geld hat für eine Investition, die du machen möchtest, oder ob man genügend Geld hat, um zu leben. Ja, das Thema Geld, Finanzen in Verbindung mit Wohnung, Wohnsituation, Familie dürfte bei den meisten Steinböcke besonders wichtig sein im November und vor allem Mitte November. Okay? Dann haben wir am 19. Mars in Skorpion eingetreten und bei dir heißt es, du bekommst jetzt eine klare Perspektive über dem, was du machen musst. Weil bis jetzt warst du etwas verwirrt, es war dir eine Angelegenheit unklar. Aber jetzt, diese Veränderung, die du in deinem Leben hervorbringen möchtest, das wird dir einfacher fallen. Denn durch andere Menschen, durch dem, was andere Menschen machen oder haben, dürftest du irgendwie eine klare Perspektive darüber bekommen, was du machen möchtest. Dadurch, dass Merkur auch im Skorpion direkt sein wird, am 20. November, dürftest du dich mehr und mehr an eine Angelegenheit konzentrieren, die mit deiner Zielsetzung für die Zukunft zu tun hat. Du dürftest auch eine Benachrichtigung bekommen, was dich besonders anregen wird. Das wird entweder vom Amt kommen oder von einem Menschen, der dir sehr wichtig ist. Wir haben am Ende des Monats einen Neumond im Sternzeichen Schütze. Und das heißt, am Ende November bekommst du Unterstützung von Freunden und auch wenn du eine schwierige und ernsthafte Angelegenheit schaffen und erledigen musst, du bekommst diese Unterstützung. Sei bereit, sei offen für neue Möglichkeiten, die dir am Ende November angeboten werden. Lieber Steinbock, mit diesen Wörtern bin ich fertig mit den allgemeinen Aussagen für November 2019. Falls du es noch nicht getan hast, bitte abonniere jetzt unseren
astrologischen Kanal, sodass du in der Zukunft keine Videos verpassen kannst. In diesem Sinne bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit, viel Glück, alles Gute und wir sehen uns im nächsten Video.